Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Party Jamboree. Wir sind auf dem vermeintlich letzten Brett. Ich denke mal schon, weil es ist halt auch ein Bowser-Brett. Das ist eigentlich, wenn es ein letztes Brett, also wenn ein Bowser-Brett existiert, dann ist es immer das letzte Brett. Daher gehe ich auch davon aus, dass wir hier jetzt im Finale stehen, des Story-Modus. Wir haben hier schon sehr viel im letzten Part gemacht. Es fehlen nur noch 3 Ministerne. Und das wollen wir heute auch noch alles erledigen. Und dann können wir wahrscheinlich im nächsten Part mit dem Party-Modus anfangen. Und darauf freue ich mich auch schon. Es wird auch zu, ja, ich sag mal zu 90% Wahrscheinlichkeit, wird auch ein Gast dann im nächsten Part mit dabei sein. Mindestens ein Gast. Gucken wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich sehr auf den Party-Modus. Die nächste Mission hier bei Toadie. Der große Robo-Cooper sollte jetzt einsatzbereit sein. Wisst ihr nochmal und testet es, ob alles funktioniert? Haben wir schon mit einem kleinen Robo-Cooper gemacht. Guck mal, mit einer 5 kriege ich das hin? Ich weiß es nicht. Guck mal. 5 mal draufhauen. Okay, ja, okay. Hat wohl nicht gereicht. Autsch, das hat sicher wehgetan. Aber trotzdem ein lehrreicher Test. Nicht aufgeben, beim nächsten Mal gewinnst du bestimmt. 7. Komm, das muss jetzt ausreichen. Ja. Man hätte insgesamt 7 mal draufspringen müssen, damit er kaputt geht. Gut zu wissen. Glückwunsch, du hast mir wirklich sehr geholfen. Deshalb bekommst du als kleines Dankeschön einen Ministern von mir. Ich bin froh, dass auch das jetzt nicht resettet wurde nach einmal. Weil das wäre nervig gewesen. Da du mir eine wirklich große Hilfe warst, hast du dir noch was verdient? Hier nimm. Ein Dekoartikel, yes. Ja, wir haben im letzten Part schon sehr viele Minispiele gemacht. Da wollte ich nicht lang gehen. Dementsprechend gucken wir mal, was wir heute hier so noch zu machen haben. Da ist noch ein Minispiel, da geht's auch noch lang. Ach, da ist Buhu. Was ist mit dir los? Buhu, hihihi, Entschuldigung. Ich kann nicht anders. Gewohnheitssache. Eigentlich hätte ich eine kleine Bitte. Ich habe meinen Posten verlassen und nun geistere ich sinnlos herum, weil ich nicht mehr zurückfinde. Ich muss irgendwie zur Höhle neben der grünen Röhre zurück. Kannst du mich hinbringen? Damit niemand sieht, dass du mich zurückführen musst, mache ich mich unsichtbar. Wäre ja sonst peinlich. Okay. Ich glaube, die Höhle haben wir doch schon mal gesehen. Warte, wir gehen da mal kurz zurück. Ich meine, die war doch da hinten oder so. Kann das sein? Hier, hier, genau. Richtig. Puhu, hihihi. Entschuldige, das musste sein. Danke, dass du mich unbemerkt zurückgebracht hast. Hier, du kannst als Dankeschön diesen Ministern haben. Ja, es wird nur noch einer. Juhu. Ich werde mich für deine gute Tat mal revanchieren, solange niemand erfährt, dass ich mich verirrt hatte. Ah, Buhu wird mir helfen. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir doch sehr dolle. Ich werde es wahrscheinlich aber trotzdem dieses Mal so machen, dass ich nicht gleich den Boss mache. Man kann ja da auswählen, man will den noch nicht machen. Mal gucken, ob ich dann weitere Ministerne so an sich holen kann. So, wo gehe ich jetzt überhaupt lang? Ich gehe jetzt hier lang und mache hier das Minispiel. Das Item-Porze-Platte. Wo es einen Ministern gibt, der ja für den Boss dann schon reicht. Ach, auch sowas hier. Cool. Geschickt fallen lassen. Ich mach mal genau in der Mitte. Hier so, zack. Oder, ist natürlich nicht genau die Mitte. Und ich krieg einen Doppelwürfel. Okay. Röhre wäre auch möglich gewesen. Aber Doppelwürfel finde ich in Ordnung. Kann ich hier ja eh jetzt an sich nicht gebrauchen. Da ist ja egal, was ich da jetzt so Dings. Oh, ich sehe gerade, meine Facecam ist gar nicht da. Sorry. So. Ja, dann haben wir die 30 Ministerne voll. Glückslevel 4. Cool. So. Wunderbar. Prima, du hast 30 Ministerne oder mehr gesammelt. Cool, dann komm mal rüber. Könntest du es mal versuchen? Ich krieg den Tresor nicht auf. Ach so. Ach, krass. Okay. Kein Bosskampf? Das finde ich umso besser. Finde ich umso besser. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Machen wir ganz normal erstmal weitere Aufgaben. So, hier haben wir einen weiteren Kampf. Ich wollte hier ein paar Schiebschiebs ins Wasser setzen, aber mir ist der ein oder andere Blooper mit hineingeraten. Jetzt muss ich die Schiebschiebs von allen sonstigen Geschöpfen trennen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Okay. Cool. Joy-Con-Spiel sogar. Plattform neigen. Aha. Oh, okay. Sortiere Schiebschiebs und Blooper in die passenden Boxen. Neige den Dings seitlich, um die Plattform zu steuern. Coole Idee. Gibt's so ähnlich auch in Mario Party 8 mit der Wii-Fernbedienung?
wo man so Plättchen sortieren muss. Nur da kommen sie alle auf einmal so. Hier ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Warte, das ist Blooper. Dann ab nach rechts. Zack. Schieb, schieb, ab nach links. Ja, passt. Passt auch. Hier. Nein! Oh, jetzt habe ich den Blut. Nein! Ich habe es jetzt so ein kleines bisschen verhauen. Ich muss mich immer eigentlich auf eins konzentrieren. Das ist vielleicht der Schlüssel zum Erfolg. Nicht mehrere gleichzeitig. Weil dann kriegt man das ganz gut hin. Kann sein, dass ihr die eine Punktzahl nicht seht. Da mache ich mal kurz meine Facecam mal woanders hin. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Punkte die anderen haben. 12, 10, 10, 10. Ach, krass. Ja, moin. Das war relativ knapp. Das war relativ knapp. Gut, ich war jetzt nicht meine beste Leistung dazu, muss man auch sagen. Aber, ja, doch, ich bin trotzdem ganz zufrieden. Ist ein cooles Minispiel. So, gut. Haben wir das erledigt? Dann ist da hinten so ein Hammerbruder, okay. Warte mal, das ist der Tresor. Da gehe ich jetzt mal lieber noch nicht hin. Machen wir erstmal, gucken wir mal, wo muss ich jetzt überhaupt lang? Gibt jetzt ganz viele verschiedene Wege. Warte, da sind wir ja soweit jetzt fertig in dem Kreis, sage ich mal. Ja, da sind wir fertig. Machen wir mal hier weiter. Mit dem nächsten Kampf. Schalter gibt es ja in allen möglichen Variationen. Da muss man flexibel sein, um die auch alle bedienen zu können. Wenn es um deine Schalterexpertise gut steht, wirst du es weit bringen. Möchtest du einen Test wagen? Ja. Grollgerolle. Der Einzelspieler springt an den Schalter und lässt Gerolle fallen. Je mehr auf einmal, desto fieser. Das Team muss ausweichen. Gut ist schon mal zu sehen, wie ich schon gewinne, ohne dass ich etwas tue. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier im Test. Schalter bedienen, bewegen, springen. Und was mir auch gerade so auffällt, wir hatten schon lange keine Mario Party 1, 2 oder 3 Minispiele. Also alte Minispiele, die man so aus Mario Party Superstars kennt. Okay, ja. Eigentlich bräuchte ich nichts tun, weil die zerstören sich gegenseitig. Aber ich werde das mal seriös hier jetzt mal angehen. Gucken wir mal. Let's go. Ja gut, die erste Kugel lasse ich... Obwohl, nee, die mache ich gleich mal hier runter. Zack. Oh ja, sehr schön. Geht die eine direkt zurück. Komm, komm. Ah, Spike hat's leider ausweichen können. Aber alles easy. Passt. Das passt doch. Und somit haben wir zwei weitere Mini-Sterne. Wie viele Missionen haben wir eigentlich noch zu machen? Ich will gleich mal nachgucken. Oh, ich krieg einen Schalter. Den kann ich wahrscheinlich irgendwo hier brauchen. Richtungswechsel erhalten. Cool. Auftragliste. Noch gesucht, Achter. Ja, sind noch ein paar Fragezeichen hier. Wir haben ja auch den Lakito noch. Das ist einer von den Achten. Nur noch 7 weitere. Okay. Hier haben wir eins. Dieser Wagen ist echt sehr cool. Du solltest mal sehen, wie ich damit auf der Rennstrecke durchstarte. Welche Rennstrecke ich meine? Na, jetzt... Die heißt doch, wie war denn das noch? Meister, Würfler, Motodrom hieß es. Ach, stimmt, ja. Ich schreibe mir das jetzt mal auf, damit ich es nicht wieder vergesse. Hier, jetzt dann kein Mini-Stern für dich. Ja, das sieht sehr cool aus, das Gefährt. Erinnert mich so an Marios Wagen aus... Was? Mario Kart? Wie? Ich glaube, ja. War es überhaupt Marios? Auf jeden Fall verbinde ich das mit Mario. Hier, dieses eine Gefährt aus Mario Kart, wie? Das eine Kart. Wir haben mal... Hallo? Wir haben hart gearbeitet, um den Kran einsatzbereit zu bekommen. Ich brauche jetzt dringend eine Pause. Könntest du mir vielleicht mal testen, wie gut der Kran jetzt funktioniert? Können wir machen. Machen wir. Die Teamspieler fliehen. Der Einzelspieler versucht, sie zu greifen. Wird das ganze Team gefangen, hat der Einzelspieler gewonnen. Arm zur Seite bewegen und greifen. Das ist ein Minispiel von den Eltern, also zumindest aus Mario Party Superstars. Gerade erwähnt. Das kennt man. Oh, die drei sind sehr auf einem Fleck. Das kann man gut nutzen. Ja, okay, erstmal einen Shy Guy weggemacht. Oh, ich hab Toadette. Ich dachte, ich krieg sie nicht mehr. Ich dachte, ich habe zu spät reagiert. Aber alles gut. Ich habe zwar A gedrückt gerade, aber... ja, ich war wohl noch in der Sequenz drin.
Yes, Shy Guy haben wir auch. Jetzt nur noch Waluigi. Komm, das sollte eigentlich möglich sein. An sich ist das Minispiel hier eigentlich auf der Seite des Einzelspielers. Glaube ich. Ja, Hammer. Er hätte jetzt schneller laufen müssen bei mir durch. Dann hätte ich weniger Reaktionszeit gehabt. Und dann wäre es für mich schwieriger gewesen. Aber als Einzelspieler, glaube ich, war es auch in Mario Party Superstars so, dass man da nicht so viel machen konnte. Wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn es auch wirklich exakt dasselbe Minispiel ist, aber ich glaube ja. Jetzt steht ja inzwischen nicht mehr da, aus welchem Mario Party das entstammt. Was ich ein bisschen schade finde. Aber gut. Aber gut. Da geht's nicht durch. Na toll. Dann muss ich mal woanders lang gehen. Warte, warum geht's da? Ist das? Ach so, das war. Okay, das war die Schlüsseltür. Wir haben jetzt noch so viele Missionen offen. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Links war ich da auch schon überall, oder? Hier. Ja, hier war ich auch schon mit Rosalina, genau. Hier war ich noch nicht. Guck mal. Hm, du möchtest einen Kuhwilli fliegen sehen? Gar kein Problem, was für einer soll es denn sein? Ein großer. Wenn schon, dann denn schon. Das, so lobe ich es mir. Viel Spaß. Yay. Was wäre passiert, hätte ich einen kleinen ausgewählt? Der Einzelspieler steuert den Krisen-Kuhwilli seitlich und versucht, das Team zu erwischen. Übersteht ein Teamspieler 5 Runden, siegt das Team. Ah, okay. Einfach nur bewegen. Auch ganz cool. Oh, wie, der Kuhwilli sieht ja cool aus. Interessante Perspektive auch für mich jetzt hier. Ja, am Ende muss ich halt entscheiden, wo ich lieber lang gehe. Es ist so ein bisschen auch Glück, sage ich mal. Okay, wir haben noch ein paar Runden. 4 Runden haben wir noch. Jetzt wäre aber mal an der Zeit, jemanden zu erwischen. Oder alle 3 zu erwischen. Das passt auch. Ja, okay. Ist schon schwierig für den fürs Dreier-Team, denke ich mal. Aber okay. 2 weitere Ministerne. Es fehlen jetzt noch 18 Ministerne. Ne, 20. Die 2, die sind schon da eingerechnet worden. So, ah, warte mal. Wenn ich jetzt auf einen kleiner drücke, dann gibt es ein anderes Minispiel. Okay. Aha. Cool. Ein Spieler feuert Kuhwillis, der andere hüpft darauf zum Ziel. Hier 10 Teamarbeit und der fähigste Kuhwilli. Feuerfänger. Ah, für eine Brücke. Spieler, der die Kuhwillis feuert, ziehen und Kuhwillis feuern. Bewegen und springen. Ich bin derjenige, der dann so drauf springt. So, Toad, wir kriegen das hin. Brauchst nicht mir eine komplette Brücke bauen, ich kann gut springen. Genau. So lobe ich mir das. Nein! Spawn ich wieder am Anfang? Ah, danke, dass du mir da ein bisschen Hilfe machst. Ja? Ja, doch, so lobe ich mir das. Nein! Oh, Stotzen. Die Sprungphysik ist nicht die beste, sag ich mal. Ja, passt. Cody, das ist kein guter Sprung gewesen. Ja, mach da noch einen hin. Dann kriege ich das auf jeden Fall hin. So, mach jetzt sowas Kluges. Ja, genau, mach da noch einen hin, dann haben wir es auf jeden Fall. Aber auch ganz cool. Gefällt mir. So langsam gibt es wirklich Minispiele, die mich wirklich dann überzeugen. Ja, passt. Passt, passt, passt. So. Kleines Andenken kriegen wir auch noch mit. Was sagt die Auftragsliste? Noch 5. Also, wo sind noch Aufträge? Bitteschön. Gut, ich habe noch nicht die Röhren erkundet. Hier zum Beispiel diese Röhre. Wo geht's da hin? Zum Anfang. Ja, gut. Ah, nee, da wollte ich... Ich kann jetzt nicht mal zurückgehen? Ach, eine Röhre ist in 2 Richtungen benutzbar. Warum ist das so? Weil es im normalen Party-Modus auch so ist? Ja, mein Gott, dann macht das für einen Story-Modus anders. Das finde ich nervig. Ja, okay, jetzt bin ich wieder hier. Hier gibt es auch eine Röhre. Jetzt werde ich mal diese überprüfen. Die bringt mich auch zum Anfang. Wieder alles laufen. Na toll. Ja, du hast noch eine Mission. Aber ganz ehrlich, da will ich noch nicht hin.
Hier ist auch noch eine... Ach komm, die wird wieder... Ja gut, ich bin jetzt automatisch reingegangen. Okay. Was ich noch nicht überprüft habe, ist die rote Röhre, aber... da komme ich gar nicht hin. Oder muss ich mit dir sprechen? Nee. Ja gut, das letzte, was wirklich fehlt, ist dann jetzt das hier. Okay, interessant. Na gut. Ist mir ja peinlich, das zuzugeben, aber... ich habe den Passcode für den Tresor vergessen. Da ich meinen Posten nicht verlassen darf, könntest du vielleicht Kamek aufsuchen und ihn danach fragen? Ihr müsst ja irgendwo hier in der Nähe gerade damit beschäftigt sein, seinen Kamek-Clan einzurichten. Und so werden wahrscheinlich weitere Missionen jetzt freigeschaltet, kann das sein? So, wo ist jetzt Kamek? Warte. Nein, ich möchte nicht in die Röhre. Ich möchte nicht... Oh, ich kann es nicht abbrechen, wenn ich in diese Richtung laufe. Ah, hier. Bei dem Quadrat hier. Da ist Kamek. Okay. Luigi, du hast ja schon einiges da erledigt. Jedenfalls schleppst du den ein oder anderen Ministern mit dir herum. Du fragst dich, was ich hier so treibe. Ich wollte mich endlich um die Vorbereitung für die Eröffnung meines Ladens kümmern. So, so, du bist eher am Passcode für den Tresor interessiert. Tja, den musst du dir erstmal verdienen. Ich verrate ihn dir, wenn du diesen Generalschlüssel für mich ausprobierst. Nutze ihn von hier aus nächst gelingenden Tor und berichte mir, was passiert. Somit kriege ich das Tor auf. Okay, gut zu wissen. Und interessant, dass es auch wieder Generalschlüsse geben wird. Aber nur auf der Map bisher anscheinend. Ja, okay. Gut, das Tor, das müsste hier sein, genau. Zack. Dann. Achso, okay, warte. Ich würde vorher so gerne mal die rote Röhre durchqueren. Das war schon immer mein Traum. Ginge das? Jetzt ist das so eine Mission, die so ein bisschen verschachtet ist. Okay. Aber das erklärt auch, warum mir so viele Missionen gefehlt haben. Weil es jetzt wahrscheinlich jedes einzelne eine Mission ist. So, hier. Rote Röhre. Oh, du siehst aus, als hättest du etwas Wichtiges zu erledigen. Geht es vielleicht um die rote Röhre? Ich kann ja auch gerne weggehen, wenn ich störe. Bitte geh. Geht klar, ich bin dann erstmal gleich wieder da drüben. Da werden wir. Ich bin so gespannt, wie die rote Röhre von innen aussieht. Rot wahrscheinlich. Alles nichts wie rein. Ja, okay. Ich konnte ja selber nicht rein. Da kommen wir hier hin, alles klar. Du hast der Schlüssel dazu, dass sich ein lang gehegter Traum von mir nun endlich erfüllt hat. Dankeschön. So viel also zum Thema Sightseeing. Wir können dann jetzt weiter zum Tor. Jo, sehr gut. Warum hast du jetzt ein Ausrufezeichen über dir? Es soll ja eine Art Apparatur geben, mit der man die Fallrichtung ganz einfach hin und her schalten kann. Ah, na klar. Das kann doch eigentlich nur der Richtungswechsel sein. Sagt der Name doch schon eigentlich. Könntest du vielleicht ausprobieren, ob sich wirklich was an dem Verein ändert, wenn man das Ding benutzt? Haben wir ja da. Aber warum wird jetzt die Mission geploppt? Ich war doch eben schon mal hier. Aber okay, gut. Umso besser, dass wir die Mission jetzt auch abschließen. Na bitte, ich hatte recht. Sollte doch nützlich für dich sein, wenn du die Richtung der Pfeile ändern kannst. Danke für diesen Praxistest. Dafür kriegst du einen Ministern. Yes. Du hast mir richtig den Panzer gerettet. Falls du mal Hilfe brauchst, lass es mich auf jeden Fall wissen. Ach, du bist einer der Helfer. Okay, krass. Gut, dann erstmal hier wieder zur Tür. Nun denn, jetzt wird's ernst. Wir Schlüssel sind schließlich dazu da, Tore zu öffnen. Es ist soweit, ich bin bereit. Ja, möchte ich. Für dich doch immer, wo du mich so schön umher transportiert hast. Yes. Tschüss. Danke für dein Leben. Du hast dein Leben geopfert anscheinend. So, gut, der Schlüssel wurde eingesetzt. Wir können wieder rüber zu Kamek und mal weiter gucken, was wir jetzt hier weitermachen müssen. Ist nicht immer einfach mit Schlüsseln, aber am Ende hat es ja alles geklappt. Bei mir kriegst du jedenfalls das hier. Ein Ministern, cool. Dann bekommst du jetzt, wie versprochen, den Passcode. Die erste Ziffer lautet 9. Nach der zweiten musst du jemand anderes fragen. Nämlich den Typ mit der roten Farbe, der immer klick, klack und klappert. Wer ist das? Mit roten Farbe? Ich werde mich mal ein bisschen umsehen. Ach so, mit der roten Farbe heißt, er hat einen Pinsel in der Hand mit der roten Farbe. Ich dachte, wer ist denn rot? Aber okay. Ich habe ja an Knochentrocken gedacht, aber für mich hat er ja keine rote Farbe gehabt. Der Passcode für den Tresor? Ich glaube, 6 oder 9, nicht 7. Jetzt? Weißt du Bescheid? Genau, weiß ich es nicht. Okay, ja gut. Ja, moin. Waren das jetzt alle? Wahrscheinlich. Hier ist kein Ausrufezeichen, das heißt, wir gehen zum Tresor. Der ist ja gleich hier nebenan. Da wollte ich nicht langlaufen, danke. Gut, hier. Gucken wir mal. Ja genau, es sind nur zwei Ziffern. Hast du den Passcode? Wie lautet die erste Ziffer? Das war die 9.
Wie lautet die zweite Ziffer? 6 oder 9? Dadurch, dass die 9 nicht mit enthalten ist, hier 6. Gut, probieren wir es damit. Ja, sehr gut. Oh, jetzt ist das Ding auf. Oh, oh. Offen, was für eine Erleichterung. Diese Mini-Sterne lang im Tresor. Nimm sie dir als Belohnung. Oh, gleich 5 Stück? Cool. Und hier ein kleines Geschenk von mir. Falls du dafür Karmic gegenüber Stillschweigen bewahren könntest. Okay. Aber woher weißt du, dass ich ihm noch nichts gesagt habe? Na gut. Ich habe mir den Passcode notiert und schließe den Tresor jetzt wieder, damit die Mini-Sterne geschützt sind. Yes? Du hast es geschafft, klasse! Dafür bekommst du eine Belohnung. Warte mal kurz, ich hole sie. Sehr schön, du hast die ganzen 30 Mini-Sterne oder mehr gesammelt. Damit ist alles erledigt, was zu tun war. Danke für deine tolle Unterstützung. Und jetzt passiert doch noch etwas. Yay. Bowser. Okay. Mit Bowser habe ich jetzt nicht gerechnet, ganz ehrlich. Ja, danke für die Hilfe. Und dafür, dass du so schön alle Mini-Sterne für mich gesammelt hast. Die waren gar nicht für mich gedacht. War ja auch klar. Wenn du sie zurück willst, musst du mit mir kämpfen. Noch nicht. Noch nicht. Ich werde hier warten. Genau. Weil wir haben noch einen Auftrag zu erledigen. Und das ist Lakito. Und da sind wir. Seine Fragen fehlen natürlich jetzt noch. Es sind wahrscheinlich 10 Fragen, weil 60 Mini-Sterne und wir haben nur 50. Daher 10 Fragen. Wen kann man auf dem Zahnrad mit den Münzen sehen? Toad? Nein, ich habe keine Ahnung. Welches Zahnrad? Gumba? Auch nicht. Bob-Bomb? Ich habe keine Ahnung. Ach doch, natürlich Bob. Ich weiß jetzt, welches Zahnrad. Natürlich das Minispiel, was wir hatten. Na klar doch. Oh ja, da war ich jetzt lost. Da war ich jetzt lost. So, wie viele grüne Röhren gibt es auf diesem Spielbrett? Ich glaube 3 oder 2. Ah, dann sind 2. Dann sind 2. Echt nur 2? Nein? Ach, warte, 4. Die Röhre, auf wo man rauskommt, ist natürlich auch eine Röhre. Stimmt. Man kann 3-mal nutzen, aber insgesamt gibt es 4 Röhren. Stimmt. Okay. Da war ich jetzt auch ein bisschen lost. Gut. Der Richtungswechsler bewirkt etwas, die Richtung natürlich. Das ist klar. Richtungswechsler steckt ja schon im Namen, also daher hätte die erste Frage sein können. So. Was hat der Wächter des Tresors vergessen in den Passcode? Sein Pausenbrot, ja, natürlich. Vergesse ich ein Glück nie. Habe ich das schon mal vergessen? Schon lange, ja. Was kann man hier, hier das Tor öffnen? Ist auch klar. Noch 5 Fragen? Let's go. Was zeigt die Lichtskala zu Füßen des Robo-Koopas an? Energie? Ja, okay. Keine Ahnung, wo, was da jetzt genau gemeint ist, aber Energie. Wie viele Schiebschiebs schwimmen im Teich vor dem Tresor? Es sind nicht so viele, ich glaube nur 3. Ja. Ich habe die gesehen und ich wusste, dass es nicht viele sind. Wie viele es sind, hätte ich jetzt insgesamt nicht gewusst. Hätte ich jetzt geraten, wären es vielleicht nur 2 gewesen. Wodurch droht an diesem Ort Gefahr? Durch Kugelwillis. Genau. Noch 3 Fragen. Die letzten 3. Was tragen die Truppkrabbel? Münzen? Nein? Truppkrabbel? Was sind Truppkrabbel? Was könnte es noch sein? Edelsteine. Ja, okay. Sind das diese Krebse? Die habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Dieses ist das 5. Spielbrett. Und somit haben wir alle Fragen beantwortet. Zumindest hier. Sehr cool. Mini, Deko-Artikel haben wir bekommen. Und hier alle Mini-Sterne gesammelt. Sehr cool. Dann geht's jetzt zum Boss. So, let's go. Dann probieren wir es jetzt hier mal. Wir haben ja ein paar Helfer haben wir auch mit am Start. Den Boss herausfordern, ja. Wahrscheinlich der Endboss dann dementsprechend. Ach, stimmt, wir haben ja jetzt 4 Partner, krass. Und interessant auch, dass Bowser Jr. mitkämpft gegen seinen Vater. Mit diesen Spielern antreten. Achso, ich kann das auch ändern. Aha. Warte, ich hätte Rosalina. Ja, komm, nehmen wir die 3. Tut mir leid, Cooper, aber passt schon. Das heißt, wir können wirklich nur zu 4 kämpfen. Weil das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Kann man dann zu 5 kämpfen?
Ram Trug Bowser. Ach ja, genau, es ist ja nur Trug Bowser. Hatten wir ja, glaube ich, mal im ersten Part gesehen, dass es nicht der echte Bowser ist. Ram Trug Bowser. Lade durch Knopf halten einen starken Angriff aus. Es gibt 4 Ladestufen und auf der höchsten fängst du an zu leuchten. Halten und loslassen. Bewegen. Alles klar. Let's go. Ich bin gehypt. Lasset die Spiele beginnen. Da ist er. Trug Bowser. Hallo? Zeit, deine Existenz ein Ende zu bereiten. So, damit ihr auch die Punkte von Buhu sehen könnt. So, ich mach mal volle Aufladung. Und bam. 5 Punkte macht das. Die haben in der Zeit ein paar mehr Punkte gemacht. Nochmal 5 Punkte. Ist das wirklich die maximale Aufladestufe? Warte, 1, 2. Nein, ich wurde getroffen. 1, 2. 3. Ja, ist maximale Aufladestufe. Okay, gut. Helft ja schon runter. Ich habe bisher nur 14 Punkte. Ja, ich sag mal so, die Helfer sind hier schon verdammt hilfreich. Je mehr Helfer man hat, desto easier ist es. Haben wir ja auf den anderen Bretten gemerkt. Oder können wir sehr gut vergleichen zu den anderen Bretten. Was passiert denn jetzt hier? Zu den anderen Bretten vergleichen, wo wir nur einen Helfer hatten. Jetzt haben wir hier alle Helfer. Boah, es hat wieder volle Leben? Ernsthaft? Das war eben nur Aufwärmübung, oder wie? Geil. Cool. Ah, jetzt andere Perspektive, auch ganz cool. Komm, hier 5 Punkte, let's go. Jetzt kommen hier auch Bonbons runtergehagelt. Zack, 5 Punkte nochmal. Jetzt ist hier Zeit zum Aufholen. Ich mache immer 5 Angriffe. Dass ich hier ein bisschen aufhole. Die anderen sind voll gut dabei, also... Schon ganz schön krass. Bam. Ich liege immer noch hinten, also, ja. Vielleicht muss ich... Ich denke manchmal so, ist das jetzt schon voll aufgeladen? Dabei ist das schon längst voll aufgeladen. Da zögere ich noch zu sehr vielleicht. Oder vielleicht sollte ich einfach mal kleine Angriffe ausführen. Das wurde ja gesagt, 4 Stufen. Oder gibt es auch so einen 10er Angriff? Die machen das... Die laden das nicht mehr richtig voll auf. Ich leuchte ja wenigstens. Die laden ja... Okay, das ist... Er gibt nur einen Punkt. Ich bin verwirrt wegen 4 Aufladestufen, ganz ehrlich. Aber er ist besiegt. Okay. Ja. War ein okayer Bosskampf. Nur Beschreibung ist ein bisschen verwirrend, wie ich finde. Wenn es 4 Aufladestufen gibt. Erste Aufladestufe macht man 1 Punkt. Zweite Aufladestufe macht man zum Beispiel 3 Punkte. Dritte dann 5 Punkte. Und dann gibt es ja noch eine vierte mit 10 Punkten. Und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass man irgendwie mit 3 Punkte Schaden machen kann. Für, so wie ich das gesehen habe, gab es nur 1 Punkt und 5 Punkte. Also nur 2 Aufladestufen. Oder habe ich das jetzt so falsch gelesen? Keine Ahnung. Bowser-Bezwinger haben wir geschafft. Yes. Sehr schön. Spieler, die zu Hilfe geeilt sind, kehren zurück. Genau. Vielen Dank. Ja, okay. Ach, endlich ist die Zeit gekommen. Ich habe da was Schönes für dich. Ein Brunnen. Verzeih mir. Ich wollte dich nur prüfen, um zu sehen, ob du auch das Zeug zum Superstar hast. Ach so, krass. Aber deine Vorstellung war überaus überzeugend, das muss ich sagen. In dir steckt ein Superstar, ganz klar. Falls du je wieder mal aushelfen möchtest, dann komm zu mir, ja? Ich widme mich nunmehr wieder meinen Vorbereitungen. Das heißt, gegen die ganzen Bosskämpfe, da steckte Carmack dahinter. Um nur zu sehen, ob ich für ihn, ob ich hier geeignet bin als Superstar. Ah, wenn ich ehrlich sein soll, eigentlich hätte ich sehr gerne einen Ministern für mich selbst gehabt. Wollte sogar einen stibitzen. Ein eigener Ministern wäre doch nicht zu viel verlangt, wo ich hier mit so viel Aufwand Spielbretter einrichte. Aber stattdessen habe ich noch nie auch nur ein leises Dankeschön für all meine harte Arbeit gehört. Ich möchte Carmack, ganz ehrlich, Carmack tut mir so leid. Und irgendwie finde ich Carmack auch sympathisch. Also, hier, kriegst alle. Du kriegst alle. Ich brauch die nicht. 261 waren das. Für mich? Ernsthaft?
Da fühle ich mich ja gleich selbst wie ein Superstar. Ich finde es unfassbar, dass du mir gleich alle Ministerne schenkst. Da fällt man doch glatt vom Besen. Was ist das? Ein Wässerchen, das mir aus den Augen kullert, ob dies von alter Freude kommt? Gut, die Arbeit ruft und wie. Ich muss schließlich beweisen, dass ich mir deine Belohnung verdient habe. Wie nett, allein für dich werde ich nach Kräften dafür sorgen, dass die Spielbretter tipptopp in Ordnung sind. Ich freue mich sehr auf den Partymodus. So, ich muss wieder an die Arbeit. Es gibt immer noch viel zu tun. Das stimmt. Alle Ministerne kann ich von dir doch nicht annehmen. Das wäre maßlos. Ich nehme mir als Andenken einen. Die restlichen verfrachte ich ins Sternenglas zurück. Vielen Dank nochmal. Ach, Ehre. Ehre. Ja, somit haben wir es geschafft. Wieder ein extra langer Part heute, aber dafür haben wir es heute sehr gut gelöst, muss ich sagen. Und hier sind die Credits. Eine Meinung werde ich jetzt nur kurz zum Story-Modus abgeben. Party-Modus und so habe ich noch nicht gezockt. Das machen wir ab dem nächsten Part, daher kann ich dazu noch nichts sagen. Daher jetzt hier schnell gesagt. Story-Modus, ja, es war okay. Es war nichts Bahnbrechendes. Ich habe mir unter Story-Modus ehrlich gesagt auch ein bisschen was anderes vorgestellt. Und anfangs war ich dann doch sehr enttäuscht, weil es halt einfach nur diese Missionen sind und Minispiele sind. Und da hätte ich mir ein bisschen was Innovativeres vorgestellt. Jetzt zum Ende hin hat es immer mehr Spaß gemacht, muss ich auch dazu sagen. Es ist letztendlich zusammengefasst okay. Es ist mal cool zu sehen, wie die Spielbretter vorbereitet werden, dass das wirklich so, dass man so eine kleine Geschichte dahinter hat. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber ja, mehr auch nicht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich die ersten zwei Bretter, die 100% auch nochmal nachholen werde. Nicht im nächsten Part, keine Sorge, irgendwann nach dem Party-Modus. Weil wir haben jetzt drei Bretter auf 100%, zwei Bretter noch nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich da die 100% auch nochmal nachholen werde, zu gegebener Zeit. Aber kommt Zeit, kommt Rat, kommt dies und jenes, das kommt ja später. Im nächsten Part starten wir erstmal den Party-Modus und darauf freue ich mich umso besonders. Hier die Credits werde ich jetzt abkürzen, das heißt, die werde ich mal kurz überspringen. Und da fliegen sie jetzt dahin. Wieder zurück auf den Festplatz anscheinend. Oh cool, das ist cool gemacht. Man hat auch die ganze Zeit die anderen Orte da gesehen. Und dann sind alle Charaktere. Cool. Thank you for playing. Ja, danke für das Spiel. Und ich bin umso gehypter jetzt wirklich auf den Party-Modus, dass es endlich da losgeht. Da dachte ich ja schon, in Part 1 geht es ja damit los. Aber nein. Gut, ich habe kurz vor der Aufnahme des ersten Parts erfahren, dass es einen Story-Modus gibt. Sonst hätte ich schon zum ersten Part auch jemanden schon eingeladen. Aber ja, nochmal Glück gehabt. Und jetzt freue ich mich umso mehr. Neues Spielbrett, Credits hinzugefügt, neue Ware. Cool. Im nächsten Part geht's los. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss.